Servus und hallo zu Fußballmanager 13. Rick Weibo und Dance Man sind am Start. Hallo zusammen. Wir haben uns gerade die Euroleague angeschaut. War nicht so erbaulich für unsere beiden Top-Clubs, Stuttgart und Newcastle. Im Prinzip war es kein, eben für die beiden nicht gut, aber generell auch kein deutscher Abend. Also HJPK kann da sicherlich auch mitfühlen. ja, es hätte durchaus besser laufen können. Augsburgs mag unser Galliano Ja, das klingt gut. Oder? haben. So generell. 400.000. Ja, ich glaube, für mehr hätte man ihn zur Winterpause wahrscheinlich auch nicht abgeben können. Arg viel mehr zumindest nicht. Husky gescheitert, ja. Oh. Er muss mehr kommen in Dortmund. Ja, vor allem zum direkten Konkurrenten lässt man sich ja noch, eh noch, ja, ich sage jetzt mal, ungerner wechseln. Ja, ungerne. Ja. Es ist schon wieder spät jetzt. Lass mich meine, ich bin halt einfach Sprachlegastheniker. Da stehe ich dazu. Na toll, das hat ja richtig gut geklappt, der Anfang von Bolan. Ja, doch, schön. Erstmal 8 Wochen verletzt. Yay. Toll. Zum Start. Haben wir ihn überhaupt schon versichert? Wahrscheinlich noch nicht, oder? Nee. Na, wunderbar. Das fängt gut an. Was mich aber wieder dazu bringt, wir wollten, glaube ich, Isco noch versichern lassen. Aha. Wenn wir gerade schon den einen wenigstens nicht haben versichern lassen können. Alle Spiele automatisch versichern. Alles klar. Nicht, dass Isco dann auch noch ausfällt und wir dann, was weiß ich, wie viel. Ja, das war ja super. Ja, 8 Wochen ist schon mal ärgerlich, ein bisschen. Ja, da verliert er zumindest wieder ein bisschen Zeit, in der er sich hätte entwickeln können. Ja. Im Gegenteil sogar, er verliert sogar wahrscheinlich noch ein bisschen was. Wollen wir noch ein bisschen pokern? Ja, wir müssen ja jetzt nicht ganz runtergehen, sondern vielleicht so auf 550. Auf Sowas. 550? Da werde Ja. ich kommen. Ja, oder auf 500 wegen mir. Ich meine, 700 ist Marktwert. Die müssen ja schon auch bedenken, dass sie fast bei der Hälfte vom Marktwert sind, dem, was sie da gerade bezahlen. Ich Glaub nicht, meine, dass er da kommt. St. Pauli möchte ihn auch haben. Ja, wenn ein Zweiter mit dran ist, gehen sie vielleicht doch schon höher. Wer weiß. Ancy auf die Transferliste gesetzt. Da gibt es wohl ein Angebot. Nee, scheinbar nicht. Was würde denn kosten? Gut, der Jetzt mal war eh anders. schon, nee, ablösefrei. Ja, stimmt. Okay. Aber Für die prinzipiell zweite. sind wir eigentlich mit Stürmern ja auch gesegnet in der zweiten dann auch, oder? Weil wir haben ja jetzt auch noch mal einen geholt, der auch in die Ja. zweite kommt, oder? Ja. Wohl wahr. Ein Bonsia, klar, der hat schon mal bei uns gespielt, der kennt sich aus, ja. Der kennt die Umkleide. Weiß, wo die Damentoiletten sind, aber so prinzipiell, ja. Hat uns auch ganz gut gefallen, muss ich sagen, in der zweiten. Ansehnliche Tore geschossen. Ja, vor allem dafür, wenn man bedenkt, wie sein Charakterwert ja eigentlich da dagegen spricht, dass er sich entwickelt hat, auch bei uns. Ja. Oder auch der Marktwert sich jetzt ja durchaus, glaube ich, eher positiv entwickelt hat. Und für gratis? Lass uns doch nochmal auf die zukünftigen Spieler schauen. Lass mal so ein bisschen schauen, ob wir vielleicht nicht doch einen Stürmer noch aufnehmen können. Ja, Hoffmann kriegen wir halt. Ja, den haben wir eigentlich für die zweite gesehen gehabt, oder? Ja. Na gut, Wir haben danke dann für die noch, erste. wir haben noch Miller und Duxch, wobei einer von beiden eventuell noch hochkommt. Das heißt, wir hätten in der zweiten, wenn jetzt mal angenommen, einer kommt noch hoch, hätten wir 3 Stürmer jetzt für nächste Saison, ne? Ja.
Okay. Dann würden Da könnte man noch einen brauchen. er würde zumindest nicht auch immer mal wieder zu Einsätzen kommen. Die Sache ist nur, wir müssten dann halt irgendeinen abgeben in der ersten Mannschaft. Weil dann hätten wir Miller, Morata, Modest, Fällt mir spontan irgendwie Wood ein. Michipacci, Henri, Wood. Wood oder Henri? Aber Henri haben wir ja eigentlich, wollten wir quasi Rente. In die Rente schicken. Dann bleibt es quasi eher an Wood, oder? Da fällt mir ein, genau, wir wollten Henri ja noch einen Vertrag geben. Oh, und er will sogar. Gibt's ja gar nicht. Ja. Zukunft des Spielers nichts. Auch nicht schlecht. Es ist selten genug, dass Henri will. Ja, so. Was wollen wir denn dem sagen? Du bist Ergänzungsspieler, oder? Kann man bei Zukunft des Spielers nicht irgendwie Vertrag bei uns beenden oder sowas? Verenden, Nee. ja. Er Du soll bei uns verenden. sollst bei uns verenden, genau. Aber ja, irgendwo sollte es doch stehen. Posten am Karriereende, genau da. Okay, es gibt ja Abstieg, genau, das kann er gerne haben. Sind wir erstmal weit weg im Moment? Also in dem Let's Play zumindest. Genau. Anteil am nächsten Verkauf, ja klar, machen wir 10%. Er soll ja hier seine Dinge. Deshalb, ja. Natürlich. Und jetzt können wir da vielleicht noch ein bisschen runterdrücken. Ja, sieht doch gut aus. Damit es da nicht mehr so große Spannungen in der Teamdynamik gibt. Marktwert 340.000 ist halt auch schon sehr bezeichnend. Ja. Ist die Frage, wie viel wir machen wollen. Ist auch die Frage, ob wir die 2 Jahre noch machen wollen oder ob einem eins eventuell reichen würde. Ja, da wieder extrem runtergehen. Er will eigentlich eins, Ach zwei, so. ne? Ja. Ja, guck an. Ein Jahr ist sogar besser für ihn. Interessanterweise, weil da steht um mindestens 2 Jahre, Ja. witzigerweise. Tja, oh, die Franzosen, weißt Die schreiben, was sie wollen. Die schreiben ja, was sie wollen. du. Die haben es nicht so. Grundgehalt ist ein Witz, ja, aber. Solange er es akzeptiert, ist es egal. Scheinbar ein guter Witz. Wir haben alle gelacht. Außer er. Was wollen wir noch? Vertrag verlängert sich bei Klassenerhalt? Es ist eher schlecht, weil dann ist Also, das er. kommt mir nämlich neu vor. Es ist vielleicht auch nur, wenn du es mit einem Jahr machst, dass es nur dann erscheint. Feste Ab. Ja, 10. Auslandsangebot? 10. Ja. 10, ja gut, desto höher du es machst, desto schlechter wird es wahrscheinlich, oder? Mit dem Abstieg. Klar. Das ist ja nur. Aber es macht auch keinen Unterschied, oder? Doch, doch. Ich meine mit dem Abstieg, ob du da jetzt 50% oder Nee, ablösefrei das hast. nicht. Das macht keinen Unterschied. Was glaubst du, wie viel Ori noch hergibt? Also im Moment Marktwert hat er 340.000. Also sagen wir jetzt mal, wenn ihn irgendwer für 200 kaufen mag. Dann gibt man ihn auch nicht ungern ab. Oder sagen Oder wir wie? für 150, damit auch noch was dabei rausschaut. Was vermutlich keiner machen wird, aber Ja, glaube ich auch nicht. Wollen wir mal so das Mindeste probieren? 93 und 800? Probier mal einfach, oder? Notfalls gehen wir halt noch um einen kleinen Klicker nach oben, aber oder Integrationsprobleme hat er. Puh. Hoher Mediendruck hat er. Er hat Mediendruck, er hat. Nur er, ja, hohen Mediendruck erhaben. Ja. Ja, genau. So. Nicht spielen er wird. Ja. Aber gut, es ist um jetzt wieder zurück zum Let's Play. Wie kommen wir bei Rian. Star Stuttgart? Bei der guten Version des VfB Stuttgart. Auf der guten Seite des Stuttgart. Die guten Stuttgart wir sind, ja, nein. Ach.
Da habe ich schon neuen Text für die Folge. Alles Gute zum Geburtstag, Al-Sahach. Ich habe man oft geschrieben, ja, direkt notiert und ja. Das machen wir bei jedem Spieler, bei dem wir zufällig durchblättern und wir sehen Da liegt eine es da. Geburtstagstorte. Oh, alles Gute. Die liegt da allerdings schon länger. Also ich weiß nicht, ob du sie noch essen solltest. Aber gut, nicht unser Problem. Wir müssen jetzt weg. Na passt, dann schauen wir gleich mal rein. Es geht gegen Hannover 96, HJBKs Lieblingsmannschaft. HJPK 96. Ja, sind eigentlich immer relativ stark gewesen, wenn ich mich da an die letzten Duelle immer erinnere. Unsere Siegesserie geht heute weiter. Hier geht es um mehr als 3 Punkte. Das ist nämlich ein Abonnenten-Derby. So, sieht es nämlich aus. Okay, dann machen wir das. Wir müssen da zwar genauso gewinnen wie bei dem anderen, aber ja. Naja, im Laufe des Let's Plays wird uns HJPK ja, sollten wir gewinnen, hoffentlich verzeihen, weil es geht ja auch, es ist ja nur virtuell gewonnen. Nö? Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die ganze Sache hier laufen wird. Wir sind ja der Weltdritter. Hannover würden ein paar Punkte auch wieder gut tun, mit um ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Zurück zum angestammten ersten Platz, den sie lange gehalten haben. Ja, die ersten 12 Spieltage, sowas. Guck an, wir haben sogar De Vries. De Vries? Nee, den wollten wir. Ja. Naja, nächste Saison. Nein. Spielte aber auch in der Innenverteidigung, witzigerweise. War ja eigentlich auch so Links-Innenverteidiger, wie Indy halt auch. Wobei ich sagen muss, Indy hat sich mittlerweile schon sehr bezahlt gemacht, Ja. also von der Flexibilität auch, also defensiv, Innenverteidigung, Morata, Linksstart. oh, Klung. Klong, ja. Ja, doch. Indy hat sich schon bezahlt gemacht, da gebe ich dir recht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gebe ich ja auch zu, Ja, aber. und dann haben wir das System umgestellt und dann lief es für ihn auch schon besser. Morata weit hinten. Füttert Isco. Holt Nutzt sich er die Bett. es? Oh. Nochmal Isco. Ja. Nochmal, ja. Genau. Hast du gut zusammengefasst, was man da so Danke, sieht. danke. Der war leider schön geschossen. Da hat sich Benitez irgendwie kurz vor das Tor gebeamt, oder ich weiß nicht, der hat einen vollen Anstieg von seinem Speed gehabt gerade noch. Flupp und schon mal da vorne. Ja. Schön reingeschlanzt an Ulreich vorbei. Das meinte ich im Sinne von Hannover ist immer gefährlich, vor allem zu Hause sowieso. Aber dass das kein Selbstläufer war, ja, oder wird, war vorher klar. Die standen ja auch, die haben das Hinspiel auch schon gewonnen bei uns in Stuttgart. 3:2, wenn ich mich recht entsinne. Ich hab's immer so mit den Ergebnissen in der Vergangenheit. Ja, es war, glaube ich, unser super mieser Start, wo dann das Präsidium auch schon gleich uns auf dem Kieker hatte. Ja, eine super miesen Start kann ich mich erinnern. Mit einer Präsidentenbeliebtheit von 8 oder so. Naja, da haben wir zuerst gegen Bremen zu Hause recht hoch verloren und dann gegen Kaiserslautern hoch gewonnen und dann kam Hannover. Ja, vielen Dank. Also wir haben schon mal gegen Hannover verloren, HJPK. Wir dürfen jetzt auch mal zumindest was mitnehmen hier. Auch wenn es im Nicht nur Moment ja. Schelte, sondern auch ein Punkt, der wäre nett. Ja. Vor Ja, allem, wie Ingo, gesagt, danke, nehmen wir auch mit. wir hatten es ja schon erwähnt, wir haben gerade Europa League geguckt, wir brauchen jetzt guten Fußball von unserem Team. Geben wir Erfolgreichen den vor allem. Glauben auf und wechseln selber das Team. Sonst ist das LP nach diesem Spiel beendet. Nein, nein, nein. Ganz so schlimm Mal wird es zu wohl nicht. Schalke. Nein.
Zu Schalke vor allem, ja genau. Hast du mal Hanik geguckt, und Co. Hast du mal geguckt, wo die stehen in der Tabelle? Hanik und Co. Die spielen gegen den Abstieg in dem Let's Play, also in der Saison gerade. Younger Beaver, okay. Ja, also Hannover ist halt immer nach vorne sehr gefährlich, habe ich das Gefühl, wenn sie dann mal nach vorne kommen. Kastanjer schießt Bremen zum 1:0. Ja, der hat uns auch ein bisschen Wüste gemacht. Mhm. Ach, der war der Benitez umgrätschen. Ich bin ja für, also jetzt ein EA abstürzen, ich wäre gar nicht so, nein, Quatsch. Ja, es läuft irgendwie nicht so in dem Spiel. Bisher. Nee. Und ja, Morata ist auf dem Platz. Wir sind zu zweikampfschwach. Mhm. Oder Hannover zu stark. Also zweikampfmäßig. Und ja, die Stürmeraktionen, Isco, falsche Seite. Die Stürmeraktionen laufen dann halt auch irgendwie ins Nichts. Mhm. Ja, ich meine, Hannover ist einfach druckvoller nach vorne. Da geht einfach, wenn die dann mal nach vorne kommen, dann wird es auch gleich torgefährlich eigentlich. Wenn nicht sogar ja. Ein Tor dann raus steht sofort. Ja, leiten eine schöne Grund ein. Weil so häufig waren sie eigentlich noch gar nicht vom niemand oder dämlich. Elfer. Einer von drei heute wahrscheinlich, ja, ja, schon klar. Na schön. Ulle, 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 Ulle. Halte die Pulle, Pulle. Naja. Ja, naja, oder so. Das nehmen wir auch mit. Das war aber nicht das, was ich ursprünglich vorhatte, mit was mitnehmen. Ja. So, ah, jetzt Isco, mal. Lauf. Lauf, Forest, Isco. Ja, aber ist noch Modest. Gut. Yes. Sehr gut. Who is the best? Modest, auf dem Podest. In Triest. Oh, jetzt hört's auf. Nee, es ist wieder gut. Ich bin wieder zurück. Alles gut. Ja, vor allem wir sind wieder zumindest ein bisschen zurück im Spiel. Weil 2-0 wäre schon empfindlich gewesen, sage ich mal. Zur Halbzeit. Ja. 2-1 klingt zumindest so, als könnten wir es noch schaffen. Oder vielleicht noch mehr. Ja, wir haben aber viel Pech. Schon wieder das Blech. Wellblech. Wellblech. Zum zweiten oder dritten Mal. Mhm. Und hat alles, was von denen kommt, ist irgendwie drinnen. Ja, das meinte ich ja. Die sind einfach, ich sag jetzt mal, konsequenter könnte man es, glaube ich, nennen mit einem Wort. Oder halt glücklicher. Konsequent ja, glücklich. Ja, wobei das, was sie gespielt haben, war ja dann schon konsequent aufs Tor zu und es war dann auch kein Glückstor oder so. Ja, so nee, war jetzt aber. Komm, mach ihn. Jawoll. Morata. Ja, jetzt können wir wieder bei Null anfangen quasi. Aber wir haben so einen kleinen Vorteil, würde ich sagen, weil wir das Tor halt quasi mit dem Halbzeitpfiff so in etwa. Also zumindest so kurz vor der Pause halt, das tut immer psychologisch ja ganz gut. Ja. Sagt man zumindest. Oder vielleicht geht auch nochmal was. Freistoß. Ja, und gelb für Benitez? Nein. Das wäre jetzt, da war der Wunsch der Vater des Gedanken. Ja, ich wollte auch mal poetisch werden. Wie der Sprecher heute teilweise. Der Kommentator. Na, das war. Okay, ja, hätten sie gerne auch mehr draus machen dürfen, aber wir wollen auch nicht zu viel wollen. Wir haben, sind 2-0 hinten gelegt. Hätte eher Morata füttern dürfen. Ja, aber vielleicht. Na, nee. Okay. In der Sekunde, wo ich sagen wollte, ja, vielleicht geht noch was, pfeift ab. Schön, natürlich. Ja, aber Aufwind sollte es trotzdem geben, dieses 2-2 kurz vor der Pause. Hoffentlich, hoffentlich. Hoffenheim, ja, Hoffenheim. Müssen wir Teilbei. Richtig durchloben. Ja, einfach mal alle loben. Komplettes Team, ihr wart so super. Braucht gar nicht mehr rausgehen.
Gleich dranbleiben. Ja, Tai Bai dürfte auch noch sich noch ein bisschen steigern. Ja. Mein klar, ich glaube sein erstes Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Mannschaft muss gewinnen. Hm. Ja. Spielt konzentriert und geduldig weiter. Zumindest keine. Fangt keine... an, konzentriert und geduldig zu spielen. Zumindest keine Punkte mehr verschwenden, ne? Tai Bai, ja, wollen wir den austauschen? Na, jetzt haben wir niemanden. Ja, gut, wobei Fitness. Ja, Fitness, das baut sich ja dann auch erst auf, wenn er noch ein bisschen spielt. Solange die Frische noch passt, geht's eigentlich ja, noch, finde ich. Fitness wird dann relativ bald schnell runtergehen, glaube ich. Aber ja, da wäre halt erstmals noch so, hast recht. Frage ist, ob wir im Sturm noch was ändern wollen. Ob wir mit Shibachi bringen, meinst du? Ja, oder lassen wir Modest noch laufen. Du willst Morata auswechseln? Nee, oder? Nicht wirklich. Nee, ich meinte, lassen wir Modest jetzt noch weiterlaufen oder wechseln wir ihn gleich aus? Und der Abwehrspieler hat aufgepasst. Ja, nee, aber das passt schon. Was? Vielleicht. Ich liebe deine klaren Anweisungen. Ja, du hast ja jetzt noch nicht ausgewechselt, oder doch? Nee. Na siehste, dann war das, was passt. Das habe ich gemeint zu sehen und habe dann gedacht, das passt so jetzt erstmal. Er soll jetzt erstmal noch ein bisschen weiterspielen nach. Okay. So. Modest im Abseits, er probiert selber und trifft. Ja, schön. Morata! 25. Tor im Wettbewerb. Ja? Ja, der läuft vorne draus, sag ich mal. Der darf diesmal sich nicht verletzen. Nee. Oder wenn er nur so ein, zwei Wochen Verletzung. Ich meine, dass er sich vielleicht verletzen wird, weil er halt so schnell ist und oft gelegt wird, kann schon mal passieren. Aber dann keine Modest? Extrem kurze. Yes! Ja. Wer zeigt sich ja, fest? Weiß nicht. Morata? Nein. Ja, beide Stürmer mit zwei Toren jeweils. Auch nicht schlecht. Ja, jetzt können wir dann wechseln. Ja, darf mit Shibachi auch noch ein Tor machen. Ja, tut uns leid, Hayo Pickup. Wir sind gerade so ein bisschen. Wer wird gewechselt? Modest. Okay. Ja, ist besser als der Rest. Und hauen wir alles raus. Wer ist besser als der Rest? Ja, ja, schon klar, Modest. Ferrari? Ja, oder? Bei dem Spiel schon. Ich meine, klar, Hannover wird jetzt natürlich trotzdem noch ein bisschen Sturmlauf starten, könnte ich mir zumindest vorstellen. Viva oder Tusky? Tusky ist ein bisschen platter, dann hauen wir den raus. Mhm. Aber Berardi. Das war schön. Aus der Drehung. Ja. Berardi ist ja auch kein schlechter. Rams. Ja, Modest. Jetzt, wo er gefault wird. Rechtzeitig. Genau den richtigen ausgewechselt. Das haben wir gewusst. Bei unserem Glück ist es ja dann so, dass wir Modest auswechseln und sich Morata dann verletzt. Ja, das ist ja so ein Klassiker. Oder Michibachi, den wir frisch einwechseln. Oder so, ja. Oder beide am besten noch. Ja. Verschrei es nun. Alle. Die ganze Mannschaft. Alle. Das Spiel wird nachher 0-2 gewertet, weil wir keinen mehr auf dem Platz haben, außer Ulreich. Michibachi. Sollen wir jetzt verwandeln den mal? Ja, schön. Der hört ja auf uns. Ja, ich habe gesagt, er muss nur eins machen. Das war die Vorgabe beim so vom Aufwärmen. Du wärmst dich jetzt auf, machst dann dein Tor. Ja. In der Dusche, du musst das machen. Das muss dann du gewesen sein. Ich hab's ihm in der Halbzeitpause gesagt. Du musst dann reinmachen. Das ist dann nicht auf meinen Mist gewachsen. Das war dann eine Anweisung. Er hat uns zugehört. Was auch immer sein offensives Stellungsspiel dann ja, damit zu tun hatte. Aber gut, das ist ja dann wieder eine andere Geschichte. Okay, aus. Zurück zum Spiel. Schluss aus. Ja, 2-5. Läuft gerade bei uns irgendwie. Also jetzt mal, wenn man mal davon absieht, wie es angefangen hat, dieses Spiel. Da wechseln sie jetzt den Elferschützen aus, der den Elfer versemmelt hat. So von wegen 2-0 hat Hannover eigentlich geführt gehabt. Ja. Hat sich gut entwickelt. Doch, wir haben
zu dem Zeitpunkt, wo sich es eigentlich schon ganz positiv zu unseren Gunsten entwickelt hat, noch gar nicht so viel ausgetauscht. Also liebes, gar nichts genau zu sein. Liebes EA Customer Experience, bitte hört nicht auf Dagome, sondern jetzt nicht abstürzen. Nee, das wäre ja auch nur vorher beim 2:0. Also dann, das, ich nehme alles zurück. Nur bei dem so. Ich nehme alles zurück. Auf die Community hören. Stimmt, ja. Mhm. So. Doch. Wen haben wir denn noch so Schönes zum Auswechseln? Haben wir immer noch niemanden, ne? Außer, ja gut, ich meine, wenn wir ein bisschen umstellen. Biva rauf, oder? Ja, oder Indie halt reinbringen als Defensiven. Ja, stimmt. Dann machen wir das so. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Variante. Den einen nach vor, den darüber, den runter, okay. Und Ronaldinho dann als Innenverteidiger, nee, ist klar. 70. Minute, ja. Esco. Ja, diesmal war es besser. Auf Yangambiwa. Ja, Darf der auch zwei machen, ist auch schön. Ah nee, Quatsch. Yangambiwa, ich habe es gerade mit Michibachi verwechselt. Ja. Fast beide schwarz. Ja, schön. Macht er auch mal wieder ein Tor? Der hat doch auch schon zwei oder drei gehabt. Mhm. Ja, das, da hat er auch gut auf uns gehört, wo wir gesagt haben, nicht direkt machen, Isco, sondern lieber abspielen, passen, weil vorne haben wir eben bei Kopfball starke. Stimmt, ja. Und im Biva geht, glaube ich, eh immer mit nach vorne bei so Standardsituationen. Ja. De Vries wird gelegt, legt. Ichibachi, müsste es sein. Ja, von 2 zu 6, krass. Ja. Ja, aber die Vorlagen laufen schon ganz gut von seiner Seite aus. Ja. Also jetzt gerade mit Freistößen nach vorne schön reinpassen, nicht direkt draufzimmern. Füttert die ganz schön. Mhm. Auch wenn jetzt nicht jeder drin ist, klar, ich meine, das wäre auch sehr unrealistisch dann wieder. Aber die kommen zumindest immer relativ gefährlich. Der geht schon wieder sehr brav. Ja, schade. Ja, der gefällt mir. Er hat eigentlich von Anfang an gute Leistung gebracht. Von Anfang an der Zug nach vor. Füttert die Stürmer, so wie er es machen müsste. Boah, schön mit Michibachi. Was für ein Tor. Da darf der auch noch sein zweites machen. Jetzt kommt der richtige Kommentar. Tour für die Nummer. 2 zu 7. Lieber HJPK, das tut uns leid. Also, das ist eine Packung. Für einen Moment tut uns das leid. Aber nächstes Spiel darf Hannover gerne wieder gewinnen. Ja, ab jetzt ist wieder gut. Jetzt haben sie auch hoch genug verloren gegen uns. Also ihr dürft ja von mir noch ein Tor schießen, also so ist es ja nicht. Ich lege mich da jetzt einfach mal fest, dass sie nicht mehr gewinnen werden. Einfach mal so lege ich mich weit aus dem Fenster, ich weiß. Ach, aber weh, es kommt jetzt ein Absturz. Dann werdet ihr mit E-Mail, mit Hass-E-Mails überflutet beim Customer Services hier. Absturz incoming. Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt auch noch reingeht, dann ist es wirklich so ein bisschen, ja, Deklassierung ist es jetzt schon. Krass, aber 7 Tore noch geschossen. Ja, vor allem nach 2:0, wo wir schon gesagt haben, oh je, ja, das schaffen wir ja nie. Ja, so ein bisschen in die Richtung ging es zumindest. Naja, das war gerade unnötig. Okay, geklärt. Was war unnötig? Der Pass nach hinten. Ja, das stimmt. Ich glaube, das war ein eigener, oder? Der so extrem nach hinten gepasst hat. Kann gut sein. Morata noch mit Gelb. Bisschen zu aggressiv im Zweikampf. Muss er bei 2 zu 7 eigentlich auch nicht mehr machen. Aber nee, vor allem hinten. Also vorne eigentlich. Ja, er wollte halt zum Ball wahrscheinlich und dann war halt ein Spieler im Weg, sage ich mal vorsichtig. So ein Grüner, den kann man mit dem Rasen mal schnell verwechseln. Aber so oft hat Morata jetzt Gelb noch nicht gesehen, von dem her sei ihm das nach diesem Spiel auch mal zugestanden. Das war wohl die letzte Aktion. Oder? Morata einmal noch. Füttert noch Henning, ne? Der füttert Andersen. Ja, aber hätten sie den noch nach vorne gebracht, wäre wahrscheinlich noch was passiert, aber oder hätte man noch eine Chance zu Ende spielen können, aber so. Ja, aber 2 zu 7. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht nach den ersten 20, 30 Minuten? Ganz ehrlich? Ja, nee, ich auch nicht.
Ja, Vor allem so nach dem heutigen Tag. das ist einfach wieder erfrischend zu sehen, dass es doch anders geht, ja. Aber gut. Ja, schreib echt mal dem Bruno eine SMS. Ja, klar, ich habe ja seine Handynummer, so Privat-E-Mail und so, was man halt so braucht vom Bruno Labbadia. Klar. Morata wäre gerade günstig, ist gerade bei Bayern im Gespräch. Schnell, bevor die zugreifen. Zwei Tore für Modest, zwei für Morata, zwei Vorlagen auch für Morata. Magic schon drei Vorlagen. Eine für Tobias Hennig, für Isco und ein Tor für Biwa. Und ein Tor für, zwei für Michibachi sogar. Ja, Huh. es waren sieben. Ich meine, irgendwo müssen die ja hin. Schön. Ja, Benitez natürlich auch gutes Spiel gemacht, keine Frage. Und Zwei Kuka. Tore. Ja, ein Punkt hinter dem Tabellenführer. Boah, da geht's ordentlich Okay. rund zur Sache. Auch Hoffenheim. Ja. Da geht's rund zur Sache. Das ist ja Es geht total rund. Fußball. Es geht's rund zur Sache. Ich bin total, ich sei total behindert, ja, schon klar. So in etwa. Magst du die Geschichte noch schnell bringen? Ja, wie gesagt, Europapokal war heute, ja. Und da hat der VfB ja, ich sag jetzt mal, zumindest nicht verloren, ja. Aber es gab dann gleich wieder die negativen Kommentare. Und den schönsten, den ich gelesen habe auf Facebook, war gerade dieser, ihr seid alle behindert. Den fand ich einfach sehr gut. Der hat die Situation sehr gut beschrieben. Weil halt alle Also, gleich wieder husten und gleich wieder ja. schimpfen. Ich meine, gut, es ist jetzt schon eine längere Auch der Durststrecke Trainer natürlich. halt hauptsächlich, oder? Und Ja, es ist schon eine längere Durststrecke jetzt und teilweise kann ich es ja auch verstehen. Es sind nicht alle Aktionen richtig verlaufen oder nicht immer die besten Entscheidungen gefallen, aber ja, man muss ihn halt manchmal auch einfach ein bisschen machen lassen. Also, und nicht gleich, wenn es dann wieder nicht so läuft, so sagen, ja, ich habe ihn ja noch nie gemocht. Und wenn es dann läuft, hey, unser Heilsbringer. Sage ich mal. Also es ist so ein bisschen, ja. Ja. Immer diese Extreme sind manchmal so ein bisschen, gefällt mir nicht ganz so. Aber gerade ich seid alle behindert. Das passt einfach sehr gut. Match gedreht. Wir gewinnen ein Pflichtspiel nach einem 2-Tore-Rückstand. Und außerdem haben wir das sechste Match in Folge gewonnen. Und das sechste in Folge mit mindestens vier Toren oder sowas. Also Yay. so kommt es mir zumindest vor, irgendwie. Da prasseln gerade so richtig die Angebote rein. Interessanterweise direkt nach der Transferperiode. Das hätten sie mal vorher machen können. Ja, wir sind spät dran. Jetzt müssen wir noch ein halbes Jahr länger Gehalt zahlen. Hennig Okay. streicht hervor, wie toll die Mannschaft ist. Schleimer. Ja, ich meine, hat er recht. Er selber kann, naja, nix ist jetzt übertrieben, aber. Oh, Michibachi kommt gut zurecht und gewinnt einen Spielstärkepunkt. Sehr schön, ja. Es schreit alles so ein bisschen nach dem Abschied von Chris Wood, ohne es jetzt wirklich heraufbeschwören zu wollen, aber gerade wenn wir Benzia holen würden, zum Beispiel. Na schau, da kommen einige gut zurecht. Jack Butland gewinnt auch einen Stärkepunkt und das noch vor der Auf- und Abwertung. Ja, Butland, der hat sich auch richtig gut entwickelt. Definitiv. Eigentlich wäre er kein klassischer zweiter Torhüter. Also er könnte ganz gut auch als erster Torhüter irgendwo spielen. Ja. Aber ja, wir haben es ja. Oh Mann. Herrera auch, kommt auch gut zurecht. Berardi kommt gut zurecht. Ja, der gefällt mir auch schon sehr gut. Wie gesagt, er hat sich auch schon nicht schlecht entwickelt. Also er ist jetzt ja noch nicht so lange da. Aber wir haben ihn einfach auch ein bisschen spielen lassen. Das hilft. Soll helfen. Soll helfen, habe ich mir sagen lassen, ja. Simão verlängert seinen Vertrag. Der war ja, glaube ich, ablösefrei. Okay, dann brauchen wir den auch nicht mehr Ja, beobachten. in 2 Jahren vielleicht wieder. Rom ist an Borussia interessiert. Ja, gut, dann wird es wohl eher nichts. Ein Einsatz, ein Tor. Aber tja, wir haben halt echt schon die Stürmer.
aus dem ihn für die zweite zu holen und dann mit uns mit Lazio Rom zu messen, gehaltsmäßig vor allem, das verhaut uns dann nur wieder die Teamdynamik. Fürchte ich halt. Ja. Aber schön. Das hat mir ganz gut gefallen gerade. Doch, ja, es sieht auch schön aus. Halbzeitstand 2-2, Endstand 7-2. Krass. Das sieht auch nicht so oft. Letztens 5-2 gespielt, vorher 3-0. Das ist, doch, ist doch schön. Ich sag ja, das sind die Spiele, die letzten paar Spiele haben wir mindestens alle mit 3 Toren oder mehr gewonnen. Dann sage ich nur mal Schalke 04, jetzt kommen wir. Oder ihr eigentlich. ja, doch. Jetzt kommen ihr. Darf auf jeden Fall gern so weitergehen, auch gegen Schalke. Beim Schalke, da könnten wir quasi so schon den nächsten Sargdeckel draufhauen in Richtung. Die kämpfen ja, glaube ich, wirklich gegen den Abstieg, oder? Mhm. Die waren doch relativ weit unten, wenn ich es recht sinne. Wir sollten nicht so viele Pausen machen, so lange Pausen von 2 Tagen und so beim Aufnehmen. Ja, letztens 4 Unentschieden. Also immerhin keine Niederlagen mehr, aber die Unentschieden helfen ihnen da auch nicht unten. Außerdem ist das jetzt ja erstmal vorbei mit den Unentschieden. Ja, wir streben erstmal die Tabellenführung an. So ein bisschen. Schön. Zumindest sind wir da so wenig weit weg wie schon lange nicht mehr oder wie noch nie, glaube ich, in dem Let's Play. Ja. Gibt's ein Punkt. Auch ein Achievement dafür? Das wär cool. Tabellenführer, weiß ich nicht. Das sehen wir ja dann. Ja. Nächste Folge. Na passt, bevor es zu lang wird, würde ich eh sagen, machen wir mal einen Cut an der Stelle. Genau. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Ich mich auch. Bis dann. Ciao.